Hallo, das ist das visuelle Wörterbuch Bicablo 2.0. Wir haben nach dem ersten Bicablo gedacht, Mensch, da ist jetzt eigentlich alles drin an Bildern. Aber dann haben wir in der Arbeit mit euch, mit Menschen, die Trainings machen, mit Facilitators und so weiter, ganz viel Bedarf für neue Bilder entdeckt. Und so ist dieses Buch entstanden. Auch jetzt inzwischen im neuen Design mit dem gleichen Inhalt. Und ich würde dich gerne einladen, mal kurz mit mir eine kleine Rundreise durch das Buch zu machen. Deshalb schauen wir uns jetzt hier einfach mal kurz gemeinsam an. Es startet mit ein paar ganz elementaren Symbolen, Containern und Figuren ganz am Anfang. Das ist keine Wiederholung aus dem ersten Bicablo visuellen Wörterbuch, sondern es ist eine Erweiterung und ist genau das, was du vielleicht brauchst, um mit dem Visualisieren einfach anzufangen. Einfach ein paar Sachen nehmen, abzeichnen und zu gucken, was kann man damit gemeinsam machen. Dann kommt ein Kapitel über Plakat-Templates. Hier kannst du direkt Sachen für deine Facilitator oder Trainer oder Coach-Praxis abzeichnen. Dann haben wir hier ein Kapitel, da geht es um Facilitation-Methoden, Open Space, Appreciative Inquiry oder sowas wie Zukunftswerkstatt. Das heißt nicht, dass diese Bilder nur dafür passen, sondern ich sehe ganz viele Anwendungen von diesen Bildern auch in den sozialen Medien in ganz anderen Kontexten, weil es um ganz elementare Gesetzmäßigkeiten oder Regeln oder Impulse für bessere Kommunikation, besseren Dialog geht in diesen Bildern und natürlich auch den Hintergründen, die wir da mitverarbeitet haben. Dann haben wir ein Kapitel hier über ganz spezielle Dialog- und Kreativitätstechniken. Vielleicht hast du die ein oder andere auch in deinem Repertoire. Dann geht es hier um Veranstaltungsorganisation. Wenn du mal selber eine Großgruppenveranstaltung leitest oder begleitest, dann haben wir hier ein Kapitel über Persönlichkeit und Karriere, ein Kapitel über Führung, ein Kapitel über Projektmanagement und am Schluss noch Dinge, die ganz konkret mit Wirtschaft, mit Unternehmen, mit Ökonomie, Kunden und Markt zu tun haben. 144 Seiten, kompaktes Visualisierungswissen und ganz viele Impulse für Facilitation und Gruppenarbeit in Bicablo 2.0.